bisschen zeitgemäßer, Twitter-konformer nennen, Firmscore Open Innovation, and where goes Academia? Lass uns erstmal starten mit Open Innovation. Geistert überall rum, ist in Medien mehr als präsent. Jeder von Ihnen hat jetzt eine Vorstellung von Open Innovation im Kopf, die sind im Prinzip alle richtig. Ich habe nur ein Beispiel dabei, was ich ziemlich eindrücklich finde, weil es ganz einfach ist. Ich weiß nicht, ob Sie Ponoco kennen, das schon auf der Webseite war. Ponoco erlaubt uns, dass wir jetzt hier gemeinsam oder jeder von Ihnen allein eigentlich aus dem Stand IKEA überflüssig machen. Sie können hier ein Produkt sich erdenken, designen, produzieren lassen, vertreiben oder selber kaufen, nach Lust und Laune. Zu was führt sowas? Zum Werfen mal einen Blick auf so eine Reihe von Mitmachwerkzeugen. In der Forschung beschäftige ich mich ja die ganze Zeit damit. Was ist eigentlich Open Innovation? Was sind die Werkzeuge dahinter? Und wenn wir jetzt mal eine sehr klassische Folie nehmen, dann kann man sagen, im Prinzip gibt es so 5 Werkzeugklassen, die Open Innovation unterstützen. Keine Sorge, jetzt kommt keine Vorlesung von 90 Minuten. Nur ein paar Schlaglichter. Wir könnten mal den Blick werfen auf die Innovations-Communities. Ganz übliches Werkzeug, sind allen bekannt. Und wir alle wissen, dass ein Gerät wie das iPhone letztlich ja von seinem Social Value lebt, also von den ganzen Apps, die da irgendwo von der Community weltweit entwickelt werden. Ein zweites Feld, Innovationsmarktplätze. Klar, Marktplatz ist immer was, wo sich Anbieter und Nachfrager treffen. Da gibt es inzwischen hunderte. Einer der bekanntesten ist sicher Innocentiv mit den Seekern und den Solvern, also denen, die innovative Lösungen suchen. Und denen, die versprechen, an innovativen Lösungen mitzuentwickeln. Innovationswettbewerbe begegnen uns heute überall. Es gibt, glaube ich, langsam kein Unternehmen mehr, was irgendwie nicht behaupten kann, dass es auch schon mal einen Innovationswettbewerb gemacht hat. Von Chibo über Zwirl, Küchenputzmittelchen, Swarovski, Kristalle und Adidas-Turnschuhe. Also Wettbewerbe macht man für alles. Auch durchaus für anspruchsvolle Themen. Faszinierend finde ich diesen Unilever-X-Preis. Da sind immerhin 30 Millionen Dollar ausgeschrieben. Sie können noch mitmachen, läuft. Wenn Sie ein Gerät bauen, einen Roboter, der auf der Oberfläche des Mondes landet, sich dort mindestens 500 Meter bewegt und Bilder und Daten zurück zur Erde sendet. Das Ganze ist sehr clever angelegt, denn das Preisgeld ist auch noch gestaffelt. Wenn Sie das Ganze schaffen, bis zum 31. Dezember 2012, gibt es das volle Preisgeld. Wenn Sie 2 Jahre länger brauchen, also wenn es keiner schafft bis dahin, dann reduziert sich das schrittweise. Spannendes Konzept, was will man damit erreichen? Man will eigentlich Forscher weltweit auf ein Thema stürzen, um ganze Wissenschaftsbereiche voranzutreiben. Letztlich, all diese Werkzeugklassen werden hier getrieben durchs BGW, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Was haben wir davon? Großzahlige Mitwirkung, großräumige Verteiltheit, schnell geht's und wir haben so ein globales Gedächtnis. Und das Ganze ist natürlich interaktiv, also eigentlich Web 2.0, Social Software, die Schlagworte, die man damit verbindet.